Bin hier beim zweiten Camp. Bin mir aber nicht sicher, ob ich da bin, wo wir abgeschlossen haben. Moment. So. Und ich blende ein. Ja, hier auf dem Planeten gibt es ja immer weiß. Wieso ist hier immer noch nichts zu sehen? Jetzt. Und da bin ich. Hallo. Okay, wieso steht mein Flieger da? Expedition. Wir sind jetzt in Phase 2 und das ist unser aktuelles Ziel. Schließe die zweite Pilgerfahrt ab, erreiche den zweiten Treffpunkt. Teil von Expedition 10, Phase 2. Aber, ihr seht da dieses eingeblendete Symbol. Ich habe hier noch Dissonanzspitzenkoordinaten. Ich möchte wissen, was das ist. Müssen dabei sein, es wäre vielleicht nicht schlecht, mal zu schauen, wie es um unsere Startdüsen bestellt ist. Das sind sie. Ausreichend. Was, 10 Minuten ab ins All? Das muss nicht sein. Ah, jetzt mal zu nah. Nein, keine eingehende Nachricht, Mensch. Wegen dem Chat kann ich die Nachricht nicht einblenden. Ah, da. Nein, was macht das trotzdem nicht? X. Wisst ihr, dass ich jetzt ASCII-Code übersetze? Wo ist jetzt mein Ziel da? Ich meine, ich hatte ja schon unnötigerweise wahrscheinlich den Bitcode übersetzt. Also das scheint ein weiteres von diesen Camps zu sein. Ah, nee. Das ist ein Flieger! Hey du! Du siehst mich zum ersten Mal mit Livecam. Also das ist die Aegis und da hinten
Wie ist der Flieger? Das ist der, den ich beim letzten Mal, wo ich den Samen benutzt habe, der mir gezeigt wurde. Jetzt muss ich das rausnehmen. Und dann brauchst du. Harmonisches Gehirn, wo kriege ich ein harmonisches Gehirn her? Bergungsoperationen abschließen, um die Wächterpräsenz zu beseitigen. Ich höre doch da was da. Okay, du brauchst verlorene Schaltgleise. Das sind 71 Atlantidium. Der wollte doch ein Gehirn. Was für ein Gehirn wolltest du? Harmonisches Gehirn. Ah, ich verstehe. So viel Zeug hier. Frachtschatz, das brauche ich oben. Achso, wir haben ja wieder Belohnungen einkassiert. Das wäre auch sehr, wo kann ich verkaufen? Mörser, warum nicht? Vorgepackte Tarngeräte, Einheit. Hatte ich die nicht schon eingesetzt? Nee, das war beim letzten Spiel. Multiwerkzeug, da haben wir jetzt ja auch zwei. Also das kann ich rausholen. Kriege ich Straßenköterbronze. Geht da auch was? Unterbewusstsein sondieren. Was ist dabei rausgekommen? Die uralte Stätte in. Da ist die uralte Stätte. Das Symbol bist du. Was reines? Ach so, das ist der. Strahlende Splitter in unmittelbarer Nähe. 85. Ja. Ziel erreicht. Kannst du mir jetzt wieder ein normales Scanner-Dings geben? So, dann schauen wir mal.
71 brauche ich davon. Was willst du mir jetzt schon wieder zeigen? So will, mehr oder weniger um rauszufinden, was ich hier überhaupt mache. Also 107 Atlantidium brauche ich. So viel ist klar. Gott, ich muss das Zeug loswerden. Multiwerkzeug. Ich glaube, er zeigt mir jetzt auf die Art, wo ich die Ressourcen finde. Hoffe ich. Ein verstorbener so nicht böse. Drei strahlende Splitter extrahiert. War irgendeine Quest für die Zukunft. Strahlen später gegeben. Moment, Strahlen, Inventar, voll. Ah ja. Prämiekonstrukt, Gliedmaßen, Bauplan, Schmiermittelpläne. Basiscomputerpläne, da kann ich endlich was bauen. Okay. Ja, die Belohnung kann ich erst nicht abholen, weil... Grr. Ich keinen Platz im Inventar habe. Moment. Ja, strahlender Splitter habe ich jetzt genug. Dann brauche ich aber noch umgekehrter Spiegel und harmonisches Gehirn. Und du wolltest die ganzen... Oh, ich habe noch nicht genügend Atlantidium. Sauerstoff. Da waren doch direkt auf der anderen Seite noch mal welche. Ich bin hier so komplett durcheinander jetzt mit den verschiedenen Aufgaben, weil ich diesen Glassplitter richtig geraten hatte, was ich damit machen soll. Mit dem Atlassamen.
Aber die Aufgabe war noch gar nicht so weit. Ja, damit sollte ich auf jeden Fall genügend Atlantidium zusammenbekommen. Zeigst du mir 115, ja, das reicht. Hallo, kluges Köpfchen. Tatsächlich, es ist im Binär Nummer 9. Und was hat mir das jetzt gebracht? Da kann ich jetzt noch nichts viel machen. Mal, wenn ich jetzt. Du willst mir ein Ziel geben, aber ich vermute, es ist nur wieder so ein so ein Splitterteil. Ich verstehe nicht, warum wir gerade den Auftrag zu haben scheinen. Die zu suchen. Ah, natürlich. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Autsch. Mich nerven instinktiv immer die Sachen, die ich nicht entdeckt habe. Heilung. Aber wobei ich glaube, nach einer Weile kommen die ja von selbst wieder. Ja, der ist vollständig. Sag mal, wo führst du mich hin? Na, wo bist du? Wahrscheinlich auf der anderen Seite.
Also so ein Glassplitter-Dings kann es jetzt fast nicht sein, denn die hätten wir sicher schon näher gefunden. Ja, okay. Multiwerkzeugplatz, Exo-Anzugserweiterungsplatz, ne, also. Ach so, das kann ich nicht hier machen. Ich hätte aufräumen sollen, bevor ich losgelaufen bin. So gefährlich hier. Kann ich irgendwas verwerten? Natrium zum Beispiel könnte ich doch zu Natrium. Ah, ist schon Natriumnitrat. Rahmenipellate macht auch nicht viel. Das kann ich hier wegmachen, weil. Wenn ich es denn brauche. Das kann ich wegmachen. Dann kann ich es schnell wieder bekommen. Kobalt. Sinnvoller Verwendung zugeführt. Sogar nicht zu viel. So. Okay. Dann sollte ich aber auf jeden Fall genügend Platz haben für das, was auch immer an unserem Ziel kommt. Ich meine, ich finde es schon ein bisschen heftig, dass es mir nicht mal sagt, wonach ich suche.
Was ist mir da jetzt gerade eingeblendet? Bergungsort. Shit. Schleim entschleimen. Bohrer verbauen. Was haben wir noch? Wir haben dann noch mehr gekriegt. Nächster Modul. Sehr gut. So, drei Plätze. So war das nicht gedacht. Muss es wohl erst hier wieder raus. Hier rein. Auffüllen mit verdichtetem Kohlenstoff. So. Achso, jetzt habe ich erst noch nicht geschaut, was eigentlich. Was er eigentlich von mir will. Da, Lokalisierung und Pilotenschnittstelle zu vervollständigen. Die werden ein Ziel scannen, um einen Dissonanzrenator zu locken. Er will mich also zu einem. Ha! Wir kriegen den Flieger noch zum Fliegen. Habe ich Bewaffnung? Nee. Ich habe das Gefühl, ich müsste speichern. Okay. Moment, hatte ich jetzt gespeichert? Jetzt, ganz sicher. Okay. Guten Tag. Ich muss sie zerstören. Hey. Hey, da war auch einer. Die sind ja böse.
da, ne? Gut, dass ich ihn super gechargten habe. Nein, nicht zu riskieren. Aber ich. Gar nicht so leicht, denen zu entkommen. Geschafft. Okay, habe ich jetzt bekommen, was ich brauche? Konstruktkopf. Echoortungsgerät. Noch mehr Atlantidium. Pugnium. Verwende das Echo-Ortungsgerät, um harmonischen Ursprung zu ermitteln. Finde das Gerät im Inventar und wähle Resonieren. Okay. Wir haben bekommen, wofür ich hier so viel riskiert habe. Was? Ja. 15 Minuten. Ja, aber wir haben doch schon einen. Und wir haben schon ein Ziel, das jetzt wieder einstellen muss.
Ziemlich genau hier in der Richtung soll es sein. Da. Zur Ankunft in 15 Minuten. Ist das markierte Ziel da? Nicht da drin. Ich will mein Raumschiff nicht holen, denn das ist im Moment der einzige Hinweis, wo ich das Schiff wieder finde. Ist das steil? Okay. Du hast keinen Scherz gemacht, dass das eine Viertelstunde dauern wird. Okay, schade. Ah, genau, da war doch was. Im wahrsten Sinne des Wortes reingefallen. Ist noch einen anderen Weg? Nein. Ich müsste den Flieger holen. Aber der Bergungsort wird mir auch noch angezeigt. Okay, holen wir den Flieger. Kann der hier überhaupt landen? So, jetzt sollte das Ganze schneller gehen. Schiff habe ich dementsprechend auch Bewaffnung. So, wenn ich das Schiff bei mir habe, dann mal alles sortieren. Bogneum, packen wir ins Raumschiff.
Atlantium. Aber auch. Das brauchen wir so schnell nicht. Genauso wenig das hier. Das müssen wir irgendwo verkaufen. Genauso wenig das hier. Frachtschrott. Müssen wir einen Frachter einsetzen. Das werde ich dann auch da lagern. Multiwerkzeugerweiterung habe ich noch nicht benutzt, weil wir haben noch ein anderes Multiwerkzeug. Okay, warte mal. Ja, ich glaube, ich kann das so lassen erstmal. Also, dann schauen wir mal. Nein, erzähl mir nicht, dass ich den Spiegel nicht gekriegt habe und das Ganze nochmal machen muss. Das ist aber auch undurchsichtig. Oh, ich verstehe, ich sollte am Anfang mir das Zeug aufzuschreiben. Okay. 7 1 0 0 1 1 1 1. Unreines Metall. Ziemlich wertvolles Zeug. Ach so, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ah, hier. 13, 2 und 8. Sehen. 2 und 8. Dissonanzausschläge. Wieso hast du mich dahin geführt? Ich verstehe es nicht ganz. Das ist ein anderes Schiff. Jetzt hat er mir wahrscheinlich meines ausgeblendet. Wächterbergungsort. Dissonanzspitzenkoordinaten. Nee, ist was anderes. Was bist du für eins? Ich will doch nur wissen, was für eins das ist. Helf. Okay, danke dir. Wann bist du informationsfreudig heute? Eine S-Klasse! Wir haben eine S-Klasse-Pool. Okay. Das müssen wir es allerdings. Ich habe eines von den Dingern, ein kristallisiertes Herz. Dann brauche ich jetzt zwei umgekehrte Spiegel.
Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ist ja Gott sei Dank kein großes Problem. Kein großes Problem, das zu. Finden. Ja, da drüben ist schon. Dreißig. Umgekehrte Spiegel. Noch will ich nichts von dir. Du hast dich vermehrt. Ich brauche doch das Herz. Gib mir dein Herz. Oh, der heilt den schneller, als ich ihn kaputt machen kann. Mist, so geht das nicht. Jetzt habe ich mir ein Ei gelegt. So. Multiwerkzeug auswählen, bitte. Das ist genial mit dem turbo-gechargten Dings hier. Warte mal, wie taucht das in dem Missionsprotokoll auf? Anders. Dann machen wir jetzt auch erstmal anders. Schiff geparkt. Ja.
Wieso bist du erschrocken? So, Moment. Das will ich jetzt mal nicht. Hallo? Ich hätte jetzt bitte gerne, danke, eine Idee, wo ich hin soll. Erreiche den zweiten Treffpunkt. Ah, ich ahne es. Bingo. Nee, nicht frei erkunden. Ich kann da noch nicht mal direkt hinspringen. Es dauert. Es dauert erstaunlich lange. Oh, ich brauche einen Mute-Knopf. Ah, das ist meine Idee. Wir könnten als allererstes mal zur Raumstation. Ich habe ja Anzugserweiterungen bekommen, die ich nur da verbauen kann. Mein Frachter müsste ja auch fertig sein. Dann kann ich den hier gleich nachher rufen. Erste Erweiterung. Ich glaube, sie reichen jetzt schon weit. Machen wir lieber. Hier unten weiter. Ja gut, so, das war's dann schon. Bei dir möchte ich gerne. Was verkaufen? Zwar den Paralyse-Mörser. Hallo. Okay, dann habe ich aber auch schon alles. Noch schnell auf die andere Seite. Normalerweise reicht das von der Linie aus. Aber ich habe so leicht schräg. Einmal kurz das. Ui, viel los hier in der Gegend. Pilgrimage. Base Alpha. Sind die ja alle auf dem Planeten?
Planeten des Treffpunkts, könnte ich mir gut vorstellen. Das sieht so aus. Na, nur mit der Suche zu beginnen. Okay. Zwei Kilometer. Ah, hier gibt es aber auch die Zerstörten. Da wäre das Sp wäre ein Spiegel. Au! Du stirbst jetzt. Du ballst der Spiegel. Strahlender Splitter. Ah ja, ich glaube, so einen brauchen wir auch noch mal. Oh. Ah, da muss einer Stress gemacht haben. In den Spiegel zu kommen. Ich glaube, jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht hatte. Ich hätte, der Spiegel hat wahrscheinlich auch so einen Container abgeworfen, den ich hätte aufnehmen müssen. Okay, aber den hat sich jetzt schon jemand anders gesichert. Nicht mehr das da.
Es geht da hinten. Ah, der hat dann ein Schiff zerstört. Ich sehe unser Ziel. Müsste ich nicht von mir irritieren. Ist das da so ein ganz besonderer? Der leuchtet so. Alter Splitter. Dann wird das da drüben auch noch einer sein. Und ich schätze, die Herzen, die bekommen wir von den. Oh! Gesundheit habe ich. Gesundheit auf Maximum. Ich brauche da gerade nichts draus. Was? Ist was kaputt gegangen? Nee, scheint alles in Ordnung zu sein. Aber nicht gerade hier unten, dann könnte ich ja noch ein paar bisschen Kobalt sammeln. Oh Mann, sehe ich gut hier drin. Mist, ich hätte sie nicht identifizieren sollen, jetzt kriege ich Silber. Gut, das sind wohl Pflanzen. Was wir jetzt gerade gesehen haben, dass der den Spiegel angreift, das liegt daran oder lag daran, dass die gemacht haben, was ich dann auf dem anderen Planeten schon angefangen hatte.
Okay. Machen wir die Akkus gleich? Also irgendwie müssten sie einen Bike herstellen haben. Für jedes Mal drücken, wenn man so viele hat. Sind das noch 30 Stück? Jetzt hat ADRS bei mir so richtig zugegriffen. Ich habe für einen Moment lang vergessen, wie man die Bewegung macht. Die hier. Nee, nichts, was Platz braucht. Hack me. Komm wieder. Kommst nicht wieder. Reicht mir das? Das reicht mir nicht mehr, oder? Ne, 500 Meter noch. Was soll denn das? Wieso war ich jetzt plötzlich wieder oben? Da wird einem ja ganz klaustrophobisch zumute. X, Kamera. Nee, nee, nee. Das ist doch mal ein schöner Anblick. Schade, dass ihr mich oben im Universum nicht umgeguckt habt, denn jetzt wüsste ich gerne, was das für ein Planet ist. Oder warum Mond hat. Ah, und ich glaube, die hier sind die guten.
Fühlst du dich beobachtet? Guckt auf jeden Fall ziemlich genau in die Kamera. Was mich zu der Annahme verleitet, dass diese Kamera eine Drohne ist. Achso, kann man es auch sehen. Okay, laden wir noch. Ne, laden wir noch nicht. Noch ist etwas Zeit. Oh, jetzt wird es noch schöner. Ich glaube, der Sturm ist vorbei. Nee. Nein, immer noch nicht. Er ballert. Da oben ist ein Luftkampf. Nee, das sind Vögel. Da. Kann der Sturm bitte endlich mal vorbeigehen? Genau, schauen wir mal nach dem Excel-Werkzeug. Ich brauche drei kristallisierte Herzen, drei Spiegel. Aber benutzen können müsste ich es jetzt eigentlich schon. Warte mal. Dann tauschen wir das andere nochmal aus. Und verpacken. Die gute Technologie. Bin ein Kuss aus. Ach so, nicht links. Noch mehr. Okay. Mit was wird das betrieben?
Moment, die Titaneinheit kann ich jetzt auch verbauen. Jetzt. Sehe ich das richtig? Ich habe. Ich habe nicht alle Technologien, die ich brauche. Der ganz klassische Minenleser. Scanner. Und das Analysevisier. Ach, ein Analysevisier hast du schon. Und ein Scannerpaket auch. Und das, da ist der Minenlaser. Wenn ich das richtig sehe. So. Aha, ganz klassischer Blitzwerfer. Ich frage mich gerade, was besser ist. Der giftige Laser oder? Ja, wir werden es nicht unbedingt in Erfahrung bringen, wenn wir es nicht ausprobieren. Billiges Opfer. Okay, das ging schnell. Aber kein Minen. Kein Miner. Jetzt. Blitzwerfer, gekaperter Laser, Terrainmanipulator. Wo ist mein Minenlaser? Also haben du ihn ja, er ist ja hier.
Holy shit. Okay, verstehe. Ich brauchte den Minenleser gar nicht. Der gekaperte Laser funktioniert als Minenleser und nicht nur als irgendeiner. Absolut brillant. Sagen kann ich jetzt wieder an einer anderen Stelle anbauen. Jetzt muss ich aber mal gucken, wie ich den jetzt hier hin mache. Dann kann ich hier nochmal superchargen. Er hat nicht diese Überreichweite. Echt. Ich kann Sauerstoff benutzen, ich habe das so viele Akkus. Okay, wir sind beim Treffpunkt angekommen. Nach einer Stunde oder so. Ist daher kannst du Probleme aus deinem Auto fragen. Expedition? Basiscomputer. Voilà, endlich. Wir können Stationen bauen. Verbotenes Exo-Anzug. Modul. Dann mach mal. Purpurne Bollwerke. Verbesserte Schildstärke.
Ich sehe gerade, mein Dings war schon mal relativ weit ausgebaut und ist trotzdem nicht besonders gut. Ach, hi. Halbfertige Maschine aufgeben und versuchen mit neuen Technologien unerwünschte oder unrentable Überreste. Zu welcher Kategorie gehört diese Autofrage? Okay, das ist wieder die Lösung für das andere Rätsel. 14 und 3 und Speicherrettung. Nicht für das andere, für dieses hier. 8. Zehn, drei. Irgendwo tief in den längst verlassenen Schaltkreisen flackert ein Licht auf. Unhörbar wird ein Schloss aufgebrochen. Ich entnehme dem sich zersetzenden Speicher des Autophagen, was ich kann. Er scheint einen weiteren Satz von Konstruktbauplänen zu erhalten. Enthalten. Ach, jetzt freut er sich so ein Servo. Gut, dass ich den anderen noch nicht verkauft habe. Was für eine Realitätseinblendung hier auf einen Schlag. Belohnung, Konstruktionsmaßen und Schmiermittelpläne. So, kann ich hier noch was Sinnvolles machen? So, ich könnte vielleicht schauen, aber ich habe ja schon ein S-Klasse-Teil. Mehr als eines brauche ich nicht. Dann würde ich sagen, rufe ich das Schiff. Warte mal, bevor ich das mache. Was ist der nächste Auftrag? Hände zum Greifen, den zweiten Teil des Konstrukts montieren. Und wieder mit Atlas plaudern. Okay. So schnell komme ich noch nicht an mein Schiff. So, du willst, dass ich das baue. Ja, sehr gut. Also drei Kohlenstoff-Nanorohre. Eins, zwei, drei. Und ein Kabel bauen. Ich dachte, wir hätten einen gehabt. Brauche ich gerade noch was an Mineralien? Ja, tatsächlich. Sind etwas lau an Tritium. Okay, dann. Ich brauche bessere Waffen, das. Das ist nicht gerade der Hammer.
Okay, wie viel haben wir? Das erreichen wir noch nicht. Zumal wir ja nachher. Noch unsere Flotte beliefern müssen. Was vermutlich auch der Grund ist, warum wir gerade so wenig davon haben. Ich fülle jetzt schon mal auf. Zum Hypercluster. So, es reicht mir. So, Raumstation. Nee, wessen Frachter ist das? Ich will nicht zum Frachter. Ich will eigentlich zur Raumstation. Nein! Na, wenn das mal keine elegante Landung war. Terminal. So, wir brauchen einen Kabelbaum, bitte. Danke. Arme des Konstrukts hergestellt. Vorgepackte Gefahr. Gut, Schutzhandschuheinheit. Ein paar Ionenakkus. Wo geht das hin? Hatte ich noch keinen? Ich hatte wirklich noch keinen. Jetzt habe ich das richtige Multi-Werkzeug. Okay, muss ich rüber auf die andere Seite. Machen wir es mal hier. Ja. Ah, guck mal, die beiden voll machen, das stimmt schon. Freunde, offensichtlich kann ich doch noch weiter fliegen. Na, sollte ich nicht dem Atlas Bescheid sagen?
Kommuniziere mit dem Atlas. Ist ja nicht so aus, als ob da eine Atlas-Schnittstelle wäre, aber gut. Expeditionsroute, aktuelle Mission. Ah, ich verstehe. Oh, das wird schwer von da aus wieder zurückzufinden. Ah, aber ich kann in den Frachter springen. Der Frachter ist noch da. Ne, der Frachter. Doch, der Frachter müsste noch da sein. Auf dem Planeten, wo ich gesagt habe, da möchte ich bauen. Von Geldrick entdeckt. Hallo. Wüstenplanet. Sieht gar nicht so wüstig aus. Paradiesischer Planet? Hm. Raumstation da. Da haben wir noch einen Planeten. Leerer Planet. Ich liebe leere Planeten. Sind immer so entspannt. Ich muss das jetzt sein? Ich sehe sie nicht. Hey! Was soll das? Was auch immer das ist, das sind nicht meine aktuellen Feinde. Wie es aussieht, werden wir alle beschossen. Nein, nicht einen anderen nehmen. Immer noch einer. Okay. Ja, das sind wir sind im Piratensystem.
und den Baker. Die haben sich in ihrem Piratensystem einfach mal ein Paradies und Planeten gesichert. Nicht schlecht. So, wenn du mir jetzt erzählst, dass ich gehe. Ne, erzählst du mir nicht. Dann ist ja alles in Ordnung. Auch hier sind wir nicht alle. Ach, da hat schon eins von diesen Schiffen. Das Schiff ist zu dick. Jetzt auch. Atlas, du siehst mal wieder richtig aggressiv aus. Ah ne, jetzt nicht mehr. Später, um sich die Gedanken zu machen. Die ganze Schöpfung ist die Sprache des Atlas. Er wird mir jetzt zum Sprechen, aber alles, was ich sehe, alles, was ich höre, alles, was ich zu tun beschließe, das ist seine Botschaft, seine Sprache. Trotz meiner Zweifel reagiert der Atlas, diese unmöglich gleichmütige Maschine, auf mich. Spricht er zu mir, zu dem Konstrukt, zu was anderem? Vielleicht werde ich es nie erfahren, aber ich werde weitermachen. Hyperkern. So. Der Herr Atlas, ich hoffe, das stört das nicht, wenn ich jetzt hier mal kurz anfange. Etwas Ferrit zu raffinieren. Ich denke, das reicht schon. Exo-Anzug. Stopp. Das reicht auf jeden Fall. So. Belohnung. Blutrochote Frachterspur, disharmonische Spur. Also die Belohnung bekommen wir noch.
Neutronenkanonenmodul. P-Feldkompressoreinheit. So, schließen. Darf ich wohl einsteigen? Das falsche Flugzeug, das da drüben ist meins. Okay. Sehen sich so ähnlich. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich fliege jetzt erstmal zu dahin, wo das nächste Treffen stattfinden soll. Okay. Doch, da ist es. Okay. Struktur sondieren. Danke. Das hat man doch schon mal. Und das ist ein ASCII-Code. Mensch. Warte mal. Hallo. Okay, damit würde ich sagen, das war's das jetzt erstmal mit der Kamera. Fensteraufnahme. Cam hier. Mein Handy funktioniert als Kamera und das sich gerade. Ist da gerade rausgekommen aus einer provisorischen Halterung. War ja auch mehr ein Experiment. Außerdem wollte ich mal mein Gesicht zeigen. Hopp. So, jetzt hier rum. Notebook. Hex to ASCII. Hex to ASCII Screen Converter. Hex Input. 75, 56, 20, 21, 7. Jetzt 75, 56, 20, 61, 20, 6C, 6, 9, 6, 6, 6, 5, 6, 2, 6, 11, 6, 1, 7, 4. Okay, convert. We are a lifeboat. Okay, und was mache ich jetzt mit der Information? Das noch. Hallo. Moment.
Gut, dass Sie das im Trailer gezeigt haben. Muss der noch zerstört werden? Okay, das sollte es jetzt sein, oder? Alle? Ja. Dann hat es wohl auf der anderen Seite noch welche. Kann ich bitte den Geschichtsturm ausschalten? Ich verstehe halt noch nicht ganz, wie das mit den Schlachtschiffen funktioniert. Und zumal günstigerweise unser Schiff sich auch noch dreht, wenn wir an die Nähe kommen. Wodurch ich jetzt gar kein. Ja. Beutegeck Tubak lebt, um erneut einen Raubzug durchzuführen. Ja, okay. Das lerne ich auch noch. Twitch. Zerlegst du gerade deine Wohnung? Ja, nur die notdürftige Konstruktion. Die ich hatte für die Kamera. Warte, frei erkunden. So, jetzt. Aktuelle Mission. Kommen durch. Müssen es nur hinschaffen. Also die Auswahl schaffen. Ich mache später ein Bild in Discord, wie ich das mit der Kamera gemacht habe. Was übrigens gerade immer auch sehr gut ist, ich kann nämlich jetzt dieses Licht wieder normal machen. Ich hab's gerne etwas dunkler.
Stürmt. Muss das gerade jetzt stürmen? Love from Starfield. Love from Starfield. Umweltwarnung, Anomaliestärke, Begrenzungsfehler. Das heißt, für uns sollte das eigentlich kein Problem sein. Biom Gallenstürme. Schöner Planet. Ich mag Planeten mit Blasen. So macht's die Dings jetzt auf jedem Planeten. Die Dinger, aber die hatten wir ja bei der letzten Expedition nicht, also kann es ja fast nicht sein. Aha, da sind wir. Da ist auch jemand am Jagen. Das habe ich alles gemacht. Ja, Phase 3, neue Belohnung. Wir beide unterhalten uns dann mal. Der Schaltkäfig des Autofahrens steht alleine da. Ein letzter Zeuge derer, die aus dem Lager geflohen sind. Beschädigte Dings sondieren. 15, 5, 11. Zu sehen. Ah, jetzt habe ich getrockene Haare. Der Atlas kümmert sich nicht. Primus, Leere, Glas, alles ein und dasselbe Kreislauf. Befreit vom glasigen Abgrund. Die Daten sind in weit besserem Zustand, als die rostigen Überreste des Gehäuses vermuten lassen. Es handelt sich um ein drittes Bauteil, eine Hülle, das zu den Konstruktbauplänen hin zukünftig bereits geborgen habe. Magnetisiertes Ferritkristallsulfid. Aha. Belohnung abholen. Bewegungssystem abgeben, vorgehalten, galvanische Verstärkereinheit. Wieso habe ich da unten einen Lagerplatz? Ganz unten. Oh, schön, dass wir das Raumschiff mal erweitern können. So, Bewegungsmodul. Vorgepackte Verstärkereinheit. Galvanischer Verstärker.
Warte. Nee. Warte, was steht da? Schaden an betäubten Wesen. Oh. Das hatte ich ja abgelehnt. Habe ich ja verkauft. Weil ich ja nichts betäuben möchte. Ich möchte töten. Okay, ich glaube, dann habe ich aber auch alles, was ich hier brauchen könnte. Diese mit. Ne, liefern auch nur. Atlantideum. Ich dachte, die liefern vielleicht Herzen. Das, okay. Gut, das hätte er jetzt aber nicht dazu schreiben müssen. Ich glaube, Glasreserven brauchen wir jetzt keine mehr, oder? Ne, strahlende Später haben wir genug. Mordit brauchen wir nicht. Eliminiere verdorbene Wächter. Ja, das machen wir dann gleich. Moment, ich brauche jetzt erstmal noch für das hier mal jede Menge magnetisiertes Ferrit. Wahnsinn, wie schnell das jetzt geht. Das. Ja, das reicht. Wahnsinn. Was bist du? Ein Pilz. So, wie viel haben wir jetzt davon? Okay, schmeißen wir das mal da rein.
Na gut, während er das macht, kann ich ja schon mal los. Das wird reichen, denke ich. Und wir brauchen ja sowieso noch die Korallensteine. What the fuck? Wer greift wo wen an? Okay, sind wieder abgehauen. Ah, wir hatten hier ja ein Meer, sehe ich gerade. Naja, Meer ist vielleicht übertrieben. Es sei denn natürlich, wir fliegen ganz zum Rand. Nervensäge. Wie stürmt es denn hier? Wie jetzt? Echt? Das. Na, brich aus. Sind das sonst immer drei? Ich beide? Okay. Wieso zeigst du mir das Raumschiff? Ja, tatsächlich alle drei. Okay. Sonst wäre da auch nochmal gewesen. So, zurück zum Flieger. Vorher noch schnell schauen. Wir müssten ja jetzt davon genug haben. Wir brauchen noch magnetisiertes Ferritlamp. Zehn. So geht das schneller.
So, das dürfte jetzt reichen. Erst wieder Platz schaffen. Also als allererstes die Lagererweiterungen kommen jetzt definitiv zum Raumschiff rüber. Dann das genau. Da werden wir jetzt die die Sachen wieder einbauen. Feldkompressor-Einheit. Das ist diese Betäubungstechnologie, die ich nicht wollte. Kann ich noch verkaufen, oder? Ja. Neutronenkanone, warte mal. Ah, das ist gleich ein Upgrade für die Neutronenkanone, okay. Aber nicht da, nicht da. Moment, was ist das? Okay. Das heißt, jetzt wieder zur Kuss zurück. Die verbauen. Oh, von denen habe ich gleich zwei. Moment, das ist die Neutronenkanone selbst. Packen wir die auf den Power-Platz. Dann kommen die Upgrades. Okay, dann beladen wir das Ding mal. Gibt es hier irgendwo ein billiges Opfer? Schwer einzuschätzen. Was ist das? Und jetzt? Lässt sich nicht zerstören. Ich meine, das habe ich wahrscheinlich das Neo bekommen, aber.
Defensivsystem Upgrade, okay. Erzähl mir mehr. Habe ich dafür noch gar keins? Warte mal, das waren doch Schild. Ah, Gefahrenschutz. Da fehlt einer, so, jetzt sind sie vollständig. So. Jetzt muss ich mir ein paar Gegner suchen. Aber das mache ich am besten auf einem anderen Planeten. Weil ich habe ja noch den mit dem Schiff. Okay, braucht drei Schüsse. Ich jetzt erstmal zur Raumstation? Nein, nicht zu Pongi. Was soll ich bei Pongi? Pongi war sowieso in der Raumstation. Als erstes hier hin. Danke. So, das Schiff. Moment. Ah, ja. Warte mal. Wenn ich das Schiff, also das andere Schiff, benutze, dann brauche ich das ja gar nicht machen. Exo-Anzug. Das unreine Metall kann ich, glaube ich, bei dem hier verkaufen, oder?
Inventar. Ah, der unreine Metall. Das unreine Metall ist die Währung. Normale Gesichtsveränderung. Ja, danke, nein. M kann ich nicht andrücken. Katalog. Protokoll. Hier. Wir sind in Lektion. EG 2. Und wir wollen. Trump, Carlson. Okay, wenn du rumspinnen magst. Alle Systeme. Erzeugt doch normalerweise an. Ja, hier. Da ist mein Frachter. Jus Valim. Verlieben. Da, wo der Frachter ist, da müsste mein Planet sein. Dachte die Leute. So, da ist mein Frachter. Aber bevor ich den Frachter besteige, schauen wir mal nach dem Planeten. Also, wenn ich der, dass der hinter dem ist. Doch, genau das sagt er mir. Da ist er. Und hier hat sie LD entdeckt. Das kann also nicht meine sein. Auch die HCD. Nanu. Dann bin ich doch im falschen System. Mist. Noch einen.
ist der große? Wo ist es der kleine, den ich gesehen habe? Nee. Es musste ich jetzt auch ausgerechnet in Asteroidenfeld springen. Vor lauter Ringen sieht man nichts. Das ist aber der auf der anderen Seite. Das heißt, ah, das würde passen. Ja, von mir in der Knospia, das ist er. Ab und zu ein paar kleine Stürme, aber ansonsten ist er perfekt. So, jetzt muss man doch so langsam. Unten auf dem Planeten meine Barke sehen können. Sonst sieht man die Dinger immer meilenweit. Ist auf der anderen Seite. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich sehe keine Nachrichtenbarke. Mal auf der Nachtseite probieren. Warum nicht? Warten wir da mal. So ein reichhaltiger Planet. Eine Infobarke. Hallo, was haben Sie denn zu verkaufen? Und ein Bauplan wahrscheinlich auch nichts Spannendes, ne? Wellenform wieder vermindert und Blitzwerfer abgibt.
brauche ich beides nicht, aber danke. Und das war nicht der Ausgang. Doch, war da falsch. Die kann man doch sicher einen Gefallen tun. Danke, Wärmeschutzmodul. Damit kann ich schon mal so anfangen. Das dann jetzt hin. Ah. Da. Ganz einfach. Ich stelle fest, mein Kälteregler ist ziemlich übel. Wie vor wie gehabt, ich konnte keine. Navigationsbarke finden und ich habe definitiv eine abgesetzt an der Stelle, wo ich mein Domizil aufschlagen wollte. Jetzt einfach neugierig, was da ist. Handelsstation, okay. Also wir waren ziemlich sicher auf der Tagseite, also der Raumstation zugewandten Seite. Mal, ich weiß, ich hatte zugesehen, dass ich möglichst am Strand bin, also größ weitere Landmasse und dann Wasser. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Und so habe ich dann das Ding abgesetzt. War so ein schöner, natürlicher Hafen. Und wie gesagt, sonst sieht man die Dinger ständig. Es macht ja keinen Sinn, dass die eigenen nicht angezeigt werden. Ich gehe jetzt dahin an das Ufer und suche mir eine schöne Stelle. Ne, ist nicht offen. Aber ein Kanal. Kanal ist auch mal was Interessantes.
komplett nicht. Ja, das ist nicht der Kanal. Was ist der Kanal? Bauen wir uns eben eine schöne Brücke dort. Auch was Besonderes. Basis beanspruchen. Was habe ich denn jetzt alles? Okay, muss ich Großeinkauf machen, das ist ja noch nicht viel. Dann geht gleich los. Jetzt stürmt immer noch. Okay, aber jetzt habe ich natürlich andere Probleme. So, sind das schon genügend Bauteile? Ja, Basis lässt sich hochladen. Wieso ist die Ritalin? So, Basis hochladen. Lieber. Das Schutzmodul laden wir gleich wieder auf. Muss ich jetzt so machen, weil wir im Flieger sind. So, jetzt zum Frachter.
die Anomalie ist auch gleich da. Ich habe noch nie irgendwas Gutes dort entdeckt. Ah, doch. Überraschung, sie war leer. Jetzt überlege ich gerade, hole ich mir. Den Utopia-Flitzer von der letzten Relax. Ich meine, der wäre, glaube ich, eine S-Klasse. Oder eine A-Klasse, weiß es nicht. S-Klasse oder A-Klasse? Hm. S-Klasse. Ja, dann. Logischerweise habe ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Naniten, um irgendwas zu kaufen, aber ich brauche jetzt ja auch vor allem Sachen, die man mit Technologiemodulen kauft. Ey! Das sind erstmal die elektrischen. Ja. Heilstation immer brauchbar. Wie viel haben wir? 45. Verkabelung. Treibstoff, Solarmodul, Batterie. 33. Ja, warte, dann gönne ich mir die Gesundheitsstation. Die muss aber, glaube ich, einem der dieser Art angebaut sein. H.
halt. Und für sind die ein bisschen blöd. So, den noch auf jeden Fall. Brauche ich dafür was Spezielles? Jetzt aktuell noch nicht. Ich würde sagen, da habe ich die wichtigsten Sachen jetzt erstmal. Dann behalte ich den Rest noch, falls mir dann irgendwas Wichtiges fehlt. Wie zum Beispiel eine Geobucht. Ich glaube noch nicht. Ich gehe jetzt auch erstmal noch nicht wirklich weiterbauen, sondern schließe jetzt noch die dritte Phase ab. Und dann werde ich wahrscheinlich auch den Part abschließen. Der Frachter. Fuck, was für ein Speichersignal habe ich da gerade gesehen? Hilf mir nicht mehr zu sehen. Doch, da. Ist das vielleicht? Also ich wollte kein Speichersignal machen. Ich hatte eine. Hey. Wie sieht's aus? Ja, das ist eine Sternklasse. Kovacs-Gehäuse. Units. Erstaunlich wenig Units. Ich kann das normalerweise mit meinen, dass sie vor allem jetzt eine S-Klasse ist, eine zehnfache Menge davon bringen. Ah, ich glaube, der Frachter ist B-Klasse. So, Gravitino-Bälle, thermisches Kondensat ist der Bad voll. Aha. Oh, oh. Lebendes Schiff insistierte. Galaktischer Pfad umgeleitet. Knapp eine Supernova vermieden. Kollaps von Jophorn beobachtet und aufgezeichnet. Gesammelt psychionisches Ei. Aber im Leben des Schiffes kann man damit, glaube ich, extras einbauen. Noch ein psychionisches Ei. Okay. Ja, das wird doch so, kommt so langsam aber doch eine ganz gute Menge an Geld rein.
Ein planetares Team landet auf einer schier endlosen und gänzlich in Flammen stehenden Welt. Dort sammelt das Bodenproben. Nicht schlecht. Ja, die Proben brannten auch nach einem kontrollierten Umfeld dort. Analysen offenbarten eine Vielzahl kommerzieller Anwendungsmöglichkeiten. Kann ich mir vorstellen. Die Kuhkubsch. Mann, ihr habt da ganz schön viel gemacht. Mit Belobigung. So. Wir haben eine zusätzliche Lagerfläche bekommen. Und ah, ich dachte, wir hätten noch gebaut, das Fregattenmodul. Aber offensichtlich nicht. Okay, das ist jetzt schade. Gut. Wo ich es brauchen könnte, macht das nicht. Manchmal lädt er mir meine anderen Schiffe rein. Gerade wenn nichts los ist, wie hier, würde das auch Sinn machen. Jetzt muss ich erst mit, warte mal, X rufen. Hat sich nicht rufen lassen. Mal, du bist Aegis des Fluges. Warte. Nicht baff, weil da hat er gesagt, ich will die rufen. Ja, so geht's. Der kommt schon mit dem Inframesser. Nice. Aber jetzt sind natürlich die ganzen Materialien im anderen Flieger. Alles umpacken können. Die Extras von hier. Und der Lichtverstärker. Prozentrip. Verschoben werden. Das kann gelagert werden. Phasenstrahler, Blitzwerfer. Ah.
Wieso habe ich die noch nicht verkauft? Weil die vielleicht nicht wirklich zu verkaufen sind, okay. Schauen, ob der andere einen hat. So. Also die Antriebe sind eigentlich schon durch. Der Frachter, den als erstes installieren. Dann die vom Exo-Anzug. Okay. Ich dachte, den könnten wir vielleicht austauschen, aber nein. Zwölfer und Fassungsschrader sind für. Fürs Werkzeug. Und das haben wir noch. Hyperantrieb. Muss das nicht zusammen sein, ja? Gut. Dann die Projektilmunition brauche ich hier. Das gibt ein Schiff. Das braucht niemand. Das geht ins Schiff. Es geht auch ein Schiff. Das Gold geht ins Schiff. Das bringt nichts, weil ich es dauernd wieder brauche. Konstruktkopf geht ins Schiff. Okay, Frachter. Das auch Schiff. Schiff. Anzug. Anzug. Schiff. Anzug. Bakterium Schiff.
Anzug. 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 Oh, Indium, nice. I schlappende Augen. Ja, schnelles. Sowieso nur zur Station. Die so dermaßen ungünstig hinter meinem Schiff liegt. Langsam bin ich ein bisschen verspannt. Ach, habe ich für euch auch was? Ich glaube, für Keen-Bildnis habe ich. Habe ich für die Gag was? Also kann ich was lernen. Achso, ne, mit der habe ich ja schon geredet. Noch ein Kühn haben wir nicht. Ja. Nee. Okay, verkaufen. Straßenköter, Bronze, Stickstoff, Salz, zionisches Ei, thermisches Kondensat, Gravitinobälle, Moment, ich hatte doch Augen bekommen. Ich hatte Augen, ich habe Augen bekommen, also müsste ich zwei haben. Hier steht aber nur eine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das noch für irgendwas brauchen. Also verkauf sie's. Nimm nur Platz weg. Und dann, achso. Ja, das nicht. Nee. Ich traue mich nicht. So, dann müssen wir noch schnell die Raumschifferweiterungen verbasteln. Ich glaube, das reicht uns erstmal, so dass wir dann tatsächlich hier. Alles verbauen können. So, dann gib mir die Augen.
kommen wieder ins Schiff. Das Platin hier kommt ins Schiff. Ja, Unterlichtverstärker, sag mal. Unterlichtverstärker sollten wir wieder in das andere Schiff einbauen. Phasenstrahler. Ich meine, das Inframesser geht durch alles durch. Also braucht ihr eigentlich keinen Phasenstrahler. Das ist also eine Modifikation. Das heißt, die bringt jetzt gar nichts, weil ich gar keinen Phasenstrahler habe. Okay, Thema erledigt. Und was ich vergessen habe, ich wollte von dort aus zurück zum nächsten. Hey! Was geht mit dir ab? Ich wollte doch nur zum nächsten Teleporter. Raumstation. Die hier. War jetzt nicht richtig. Das war die, von der wir gekommen sind zuletzt. Die ich brauche, ist allerdings die, wo das andere Schiff ist. Ah, aber ich kann dir bei Keen Bildnisse verschenken. Waffenterminal? Du hast. Ich hab ein Waffenterminal auf dem Frachter. Wieso laufe ich so komisch? Ah. Okay. Heinrich? Heinrich? Ah, ich habe keins mehr. Okay, dann lernen wir wieder mal an Bord.
Das kann nie schaden. So, und jetzt schauen wir mal. Ah, ich meine, ich glaube, ich weiß, wie ich das am besten mache. Ich stelle hier im Protokoll wieder die Bergungsort ein. Das Projekt, die Mission. Da müsste er mir die richtige Raumstation für das Projekt hier irgendwo anzeigen. Tut aber nicht. Ah, ja, da ist es. Exzellenz hier. So, dann auf. Welches ist jetzt welches? Dissonanzspitzenkoordinaten. Also einmal um halt einen Planeten rum, ich bin da halbwegs gelaufen. Ja. Von Hello Games entdeckt. Es wurde von Hello Games geschaffen, es wurde von Hello Games entdeckt. Aber der Planet, dessen da, wo ich meine Basis aufgeschlagen habe, ist definitiv meine. Das ist ein anderes Schiff. Zielscan aktiv. Ah, Tastenspiegel.
wird sich dann zeigen, wie gut unser unsere Neutronenkanone ist. Mehr kaputt. Ey! Das hat wehgetan. Hier steht irgendwie nicht, wie ich an den Spiegel komme. Ah, Einnahme. Okay. Was ich jetzt brauche, wäre Heilung. Heilung wäre jetzt echt klasse. Ah, ich dachte, ich hätte schon gescannt.
Wo kriege ich diese Gehirngeschichten her? Nicht markieren, okay. Zurück zu meinem Schiff. Das ist keine böse Pflanze. Oh, ich vergesse gerade. Wollt ihr nach Gesundheit schauen? Nee, keine Gesundheit. Wo renne ich hin? Das ist nicht mein Ziel. Das ist mein Ziel. Ah, ich habe gerade eigentlich, sollte ja noch Wächter zerstören. Das habe ich aber noch nicht gemacht. Aber gut, dann warte ich noch, bis ich ein Gesundheitspaket gefunden habe. So viele. Das da ist das vom Gehirn, oder? Das ist super schlau. Das. Vierzehn. Nahezu hier. Au! Ich verstehe nicht, er hat doch gesagt 14, 8. Und das waren doch laut meinem Schiff. Aha.
Okay, müssen wir schnell die Lebenserhaltung auf. Der Geist des Schiffkindes ist verflochten mit dem Schwarm. Aktuelle Anweisung: Anomalien suchen und beseitigen. Verflechtung des archivierten Bewusstseins mit der Ersatze Gehirn präsentieren. Ich hantiere mit dem Gehirn des Schiffes und lasse es beinahe fallen, als es in meinen Händen unerträglich heiß glüht. Der Schmerz strahlt weiter über meine Hände hinaus. Eine unheimliche Hitze, eine Hitze, die vom Glas zu die Glas zum Schmelzen bringt. Seine Schaltkreise verlagern sich und dann wird still. Das Gehirn scheint meine Anwesenheit jetzt zu akzeptieren. Ein harmonisches Gehirn. Das heißt, ich habe jetzt ein harmonisches und ein nicht harmonisches, oder? Ach, ich dachte, hier zwei Gehirne. Da habe ich mich offensichtlich getäuscht. Okay. Zurück zum Schiff. Zu meinem Schiff. Nicht zu dem der Zukunft. Tyranniu. Hey. Das haben wir nicht gewertet. Ah, oh, das ist wirklich so nah. Schiff? Und du musst mal. Wieso fliegt das Schiff weg? Wo ist es jetzt? Über mir nicht. Ah, jetzt wird es mir angezeigt. Und jetzt nicht mehr.
Das ist kein Schiff. Bin ich exakt an der Position? Jetzt bin ich praktisch wieder da runter. Es bewegt sich. Echo Ortungsgerät. Was soll ich jetzt hier? Da ist doch irgendwas verbuggt. Mein Telefon hat keinen Strom. Ja. Ach so, weil die Anwendung noch weiter lief. Speicherregister. 17. 16. 5.
Da hatten wir jetzt ein neues Schiff gesucht. Komisch, ich kann mich auf das Signal nicht einschießen. Welches von euch beiden ist es, das Schiff? Das ist der Wächterbergungsort. Das ist also, wo ich gerade hergekommen bin. Wo nichts mehr stimmt. Dann haben wir noch dieses mysteriöse Dings. Das ist nur wieder ein anderes, ne? Ah, ne. Tatsächlich auch ein Schiff. Okay. Und das hat mir schon frei gemacht. Und es funktioniert. Ist nur eine C-Klasse. Egal, wir nehmen es mal mit. Ach so. Beinahe schon wieder vergessen. Ich muss doch noch für die Hauptstory ein paar Wächter jagen. Und das. Sektornavigationssignal. Könntest du mal ein bisschen von den Schiffen weggehen, wenn ich dich umbringen will? Dann möchte ich möglichst nicht. Hallo. Mist, jetzt habe ich nur kurz lesen wollen, was da eigentlich steht. Und habe mich dann von denen einfangen lassen.
Okay. Das hier ist signifikantes Lebenserhaltungs-Upgrade. Ich glaube, das kann ich jetzt ganz gut brauchen. Wo bist du? So von mir supercharged. Ich glaube, das passt so besser dann. Die Schildmodule gab es auch noch. Richtig verwöhnt worden. Das hat auch was mit den Schilden zu tun, so. Okay. Ist da auch noch mal was drin? So, das heißt, jetzt zurück zum Schiff. Das war, Mann, so leicht die Orientierung zu verlieren. Hier. Ah, jetzt ist gerade Sturm, deshalb kann ich jetpacken ohne Ende. Nein, bitte nicht. Das war gerade so schön. Aber wir haben eh was wir brauchen. Kommen wir wieder zu unserem E-Wing. Zurück zur Raumstation. Externe Ansicht nehmen. Okay, die Kamera bleibt stehen. Was? Nein. Was machst denn du mit mir hier? Immer wieder typisch. Wenn so viele Leute da sind, sucht sie sich irgendeinen aus, statt den, den ich will. Raumstation. Jetzt hat es. Wollte wieder woanders hinfliegen.
Bitte gerne wieder die andere Perspektive, danke. Ich glaube, es gab noch ein Erweiterungsmodul. Und dann können wir praktisch jetzt nach der hier. Und von da aus sollte die nächste Adlerstation bekommen, mehr als zwei Stationen weit weg sein. Wie viel ist denn? Ah, schon fast 11. Oh, bin gespannt. Wie lange die diesmal unterwegs sind. Das ging noch. So, Raumstation. Ich spare mir die Raumstation. Ich will direkt zur Atlas-Schnittstelle. Es sind auch andere. Ich bin gegen das nicht geöffnete Tor geknallt. Cow hates you. Come on. Mine's away. Ah. So viele Leute, die alle Atlas das nächste Teil präsentieren. Frage, in dem ich die letzte Konstrukt denke und letzten Konstruktbauplan fand, übermittelt eine Botschaft der Lehre des Abgrunds des Glases. Er beschuldigte den Atlas der Gleichgültigkeit und versprach Freiheit. Aber das Konstrukt ist eine Hülle, es ist nicht lebendig. Präsentiere. Das Konstrukt beherbergt keinen Verstand, es ist nur eine Hülle. Ich frage mich, ob diese Unterscheidung für den Atlas von Bedeutung ist. Sieht überhaupt den Unterschied?
Der Atlas fällt wieder einmal sein unverständliches Urteil über meine Schöpfung, über meine Anwesenheit an dieser Schnittstelle. Ja, ich weiß, ich kann es nicht bauen. Das ist so gruselig. Kommt aber durch. Diese fetten Solarsegler. Meiner war ja genauso schlimm. So, das ist unsere nächste Aufgabe. Schmiede. Okay. Wir haben aber keinen. Kobalt mehr, weil den habe ich alle verarbeitet. Zu Batterien. Was ist das nochmal für ein Planet? Mit hoher Radioquelle. Was da hinten? Solanium, aktiviertes Kupfer, sengend. Wir haben ein besseres Radioaktivschutzmodul als Hitzemodul. Also gehen wir hier hin. Ich kann ja gleich von oben schauen, ob ich eine Höhle finde. Willst du mir jetzt sagen, dass mein System abgestürzt ist? Das könnte tatsächlich der Fall sein. Wieso sieht man hier nirgends die Meldung, die da kam? Aha, hier. Das war's. Okay. In dem Fall würde ich sagen, schließe ich es ab. Ich habe gespeichert, als ich aus dem Flieger bin, in der Atlas-Schnittstelle. Dementsprechend habe ich nicht viel verloren. Aber jetzt nochmal den vollen Ladevorgang abwarten mag ich nicht. Und deshalb sage ich jetzt Tschüss und bis bald. Warte mal. Oder vielleicht gerade jemand noch. Splitzy? Mögt ihr Space Engineers? Naja, wenn nicht, dann werde ich das jetzt kennen. Dann ansonsten sage ich Tschüss und bis bald. Können Splitzy aktuell nicht reden? Nicht wechseln.